Servus und herzlich willkommen hier wieder bei unserem Let's Play Together. Natürlich auch wieder mit unserem Mod for All. Ja, hallo Leute. Dann wollen wir heute mal weitermachen. Nachdem wir ja unsere super Zombie Skelett und Creeper Apokalypse einigermaßen überstanden haben und hier, wie ihr seht, auch wieder einigermaßen alles geflickt haben. Ja, und sind leider ein paar Sachen verloren gegangen, aber na Das nennt gut. man Berufsrisiko, ne? Ja, hier könnt ihr sehen, haben wir schon mal ein bisschen einen kleinen Unterschlupf gebaut, damit wir wenigstens von den Monster sicher sind. hier ein bisschen sicher sind. Hier noch zwei kleine Genau. Uzi-Guzi-Guzi-Guzi-Schweinchen. Ja, und nochmal nebenbei erwähnt, die haben jetzt die Creeper-Explosionen auf allen Grundstücken vorerst mal deaktiviert. Weil, bis wir den Fehler haben, warum überhaupt so viele Monster spawnen. Das haben wir noch nicht raus. Also die Creeper können ruhig explodieren, aber die machen keinen Schaden mehr. Hier haben wir jetzt schon ein bisschen Haus gebaut, damit wir eben sicher sind. Wir wollen das auf eine leicht moderne Art Art und und Weise. Weise bauen, dass mal ein bisschen was anderes ist wie sonst. Haben wir so einen offenen zweiten Stock. Hier geht es in den Keller. Und ja, der Keller ist eben noch. Da werde ich mich dann gleich ein bisschen drum kümmern mit euch. Mein Bett ist Bisschen hier. Keller ausbauen. Ja, genau. Edgar, du musst im Keller schlafen. Leider. Und ja, Genau. das schon mal ein bisschen offline gebaut, damit wenigstens schon mal ein bisschen was da ist. Ich werde dann Gut, gleich mich in den Nether verbissen, sofort wir ein bisschen Kupfer haben, Zinn haben für. genau. Wir haben keinen Zinn, das ist das Problem. Ach, Für Zellen. den Receipt-Mod. Irgendwie Cheat schaltet Mod. er sich immer bei mir automatisch ein. Ich weiß auch nicht warum. Bei mir auch öfters, wenn ich joine. Oder wenn du Singleplayer was machst, dann hast du das natürlich auch das Problem. Ja, das habe ich vorhin getestet. So, und wir wollen jetzt als erstes mal hier so eine Electric Wrench machen. Ach du Jemine. Ist die teurer geworden, oder? Steel Ingot. Oh, das wird schon nichts dann. Doch, wir haben Steel. Moment, die habe ich doch in Naja, der. die Hacke. Einfach einschmelzen, ne? Halt, was ist hier los? Ich hänge fest. Ah. Fest da, habt ihr es gerade gesehen mit dem Creeper, Creeper, die machen keinen Schaden dass wir mehr. erstmal ausgeschaltet haben. Die machen keinen Schaden mehr. Weil reicht ja, wenn So. Klopapier so einen großen Schaden hat. Mir ist Schaden vorprogrammiert. Jetzt hoffe ich nur, dass wir das Deal noch haben oder dass das nicht bei unser Creep da ist. Das müsste noch da sein. Ich habe extra noch nicht verwendet Also, die Spitzhacke. erstmal hier den Du meinst die Spitzhacke, ganzen. oder? Nein, nein, Steel Ingot haben Die wir. Spitzhacke kannst einschmelzen, dann bekommst du auch Stil raus. Ja, wir haben aber Steel Ingot. Ja, wenn es reicht. Ja, 8 Stück haben Ich glaube, 6 brauchst du oder 5. wir. Hier im Rucksack mal ein bisschen Orten hier. Und ist ja Oh. wahnsinnig. Ich habe mein Auge verloren. So, jetzt ist wieder. So, jetzt gucken wir hier, da haben wir es. 4 Stück brauchten wir. Genau. Bin. Ja. Ja, die Kisten, das ist natürlich auch alles nur vorübergehend. Das ist Katastrophal. bleibendes, das wird jetzt auch geändert. Da bauen wir dann mit euch ein schönes Lagersystem. Erstmal ein vorläufiges. Im Keller rein, ja. Waren denn jetzt diese Kupferkabel? Kupferkabel müssten. Weiß nicht, wo sie sind. Ach, Du, da ist sie. ich Da habe ist mal endlich. 40 Cans, da sollte vorerst mal rein, oder? Weißt du, wir müssen erst Kupfer schmelzen. Mal sehen. Erstmal eine Batterie. So, einmal geht noch so. Eine Batterie. Was war das noch? Ja, durch das Cracktaste sind natürlich die ganzen Rezepte jetzt auch anders und Etwas heftiger. kenne ich noch nicht. Ja, ich auch nicht. Das sind relativ viele neu, ne? Bronzeblade. Immer Bronze. Ach du Jemine. Alles ganz anders Silver. hier. Hier sind noch zwei Kupferkabel drin in der einzelnen Chest da vor dem Naja, ich Öfen. brauche Wir brauchen ein neues Schwert. Kupfer. Kupfer brauche Kupfer ich. müsste, ich glaube, drüben im Haus sein, glaube ich.
Ah, hier sind auch noch mal 8 Diamanten. Ja, für das... Entschuldigung, für das Rauschen. Beziehungsweise gegen das Rauschen habe ich jetzt auch was unternommen. Was hast du denn gemacht? Ein... Achso, das Headset, ja. Ich habe Mikrofon bestellt. Nein, kein Headset, nur ein Mikrofon. Ja, ich bin noch überlegen, ob ich mir das kaufen sollte. Und ich hoffe einfach, dass es besser dass wird. Das damit besser wird, dass das Rauschen weg ist. Und so, jetzt haben wir hier, wie ihr seht, haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Batterie haben wir, jetzt machen wir hier so ein Basic Circuit Board oder wie heißt das da? Nee, wenn, dann muss der ein Electric Circuit machen, oder? Naja, das war. Schaltkreis halt. Naja, da gibt es nur so viele Möglichkeiten. Ja. So ein Schaltkreis, dann machen wir Lieferant Eil. Ah, wir haben nicht genug Kupferkabel. Okay, ah, jetzt habe ich die Diamanthandsäge mit. Gab's noch eine Möglichkeit? Nether war. Da ist er. Meine vier Kupferkabel. Ja, wir sind zurzeit 6 Spieler online, wie man sieht. Auch schon bei User drauf. Das um die Uhrzeit 0.37 Uhr, ey. Ja. Hallo, warum geht. Also doch. Geht auf. Hat's irgendwie gerade ein bisschen. Was? Leckt. Ja, weil ich wahrscheinlich in die andere Welt gereist bin. War das doch nicht das Ding? Ah, wo hat er schon wieder das Falsche? Mann, jetzt haben wir Spitzhacke vergessen. Was? Bronze Blade, Redstone und. Kabel oder nicht? So. Oh. Ja, machen wir anders. Ich mach einfach. Mach einfach einen stinknormalen Zirkel. Es wird leichteste Zeit, bevor ich jetzt hier rumentiere. Okay, jetzt stuckt es gerade irgendwie komischerweise. Macht er gerade Backup? Ja. Nee, weil, also. Keine Ahnung, warum es das tut. Naja, Gott. Super, jetzt habe ich keine Spitzhacke mehr da. Rubber. Brauche Rubber, da haben wir. Wie war das mit dem Rubber nochmal? Den musstest du einfach. Im Extraktor musste da rein. Nee, Kupferkabel konnte ich doch. Achso, Kupferkabel kannst du direkt, dann muss aber einmal einschmelzen. Ja, das mache ich jetzt. So. Ah, guten Morgen. Dame. Hallo? Warum? Spinne mit Skelett und. Okay, Spinne ohne Skelett. Ja. Iron. Okay. Sindam. Weltner wieder am Weltenreisen oder was auch immer. Ich hab keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich wird von der Mining-Welt die ganzen Chunks aus dir geladen. Ja. Das wird's. Weil die Mining-Welt ist ja noch nicht wirklich erkundet, wenn da einer Mining geht. Ui. Ich wär's fast in die Lava gefallen. Ding, ding. Ja, in der Zeit würde ich sagen, gehen wir einfach mal kurz in den Keller. Ab in den Keller mit ein dir. Ein paar Steinchen weg. Damit wir gleich mal ein bisschen was für die Stromversorgung tun können. Also Lava-Kenser habe ich schon ein paar. Hier ist. Und jetzt hinken wir ein bisschen. Stockt es ein wenig. Ja, was ist denn los da? Bauen sich die ganze. Oh, das ist auch eine angenehme Arbeit. Bauen sich die ganze Zeit Steine auf und wieder ab und wieder auf und wieder ab. Hm. Ja. Jetzt haben wir endlich mal Ruhe, wenigstens ein bisschen Ruhe vor den vielen Angreifern, die wir gestern hatten hier. Kann ja alles nicht wahr sein. Genau, das gestern war schon ein bisschen extremer, finde ich. Ja, das waren die ganzen Versicherungsvertreter, die Ja, einer kommt selten allein.
Steuerhinterzieher. Wenn das jetzt Ja. wirklich Steuerhinterzieher, du. Steuerfahnder heißt das denn dann. Nein, Steuerhinterzieher. Steuerhinterzogene Versicherungsvertreter, wie auch immer. Apropos Steuerhinterzieher. Jetzt am Wochenende war ja auch Ah ja. Fußball, ganz schlechtes Beispiel. Nicht gut gelaufen, ne? Nee, ich meine. Mann, mir ist es Fußball eigentlich, finde ich, ziemlich uninteressant, weil ich immer sag, Das ein paar geht bei Idioten laufen meinem uns. Ball nach, aber. Naja, ich bin da jetzt nicht so ein Fan von, aber so ein deutsch-deutsches Finale guckt man sich ja schon mal an. Ja, okay, nachdem ich kein Deutscher bin, ist mir relativ furzegal. Das stimmt. Also so den Keller ausbauen ist irgendwie ein bisschen kompliziert. Ich hacke jetzt gleich kaputt, na, ich habe eine Reihe abgebaut. Also. Ja, gehen wir mal wieder kurz hoch. Dann müsste jetzt das Kupfer schon. Hier? Oh, na super. Krieg. Crafting Table. Ich bin auf falsche Seite gelaufen. So. Das ist auch ein sehr cooles Teil dieser Pocket Crafting Table. Also hast du jetzt auch einen gemacht, oder? Ja. Alles sind geil, ja. Der nimmt zwar ein bisschen Platz weg vom Inventar, Aber dafür immer aber einer Beine. ansonsten ist es echt ziemlich. Ach, so. 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 Wir haben eine ganz neue Art und Weise, so eine Wrench zu machen, ne? So eine Electric Wrench. So. Da-da-da-da. Electric Wrench. Na, ich bin auch schon Gut. wieder zurück. Da sind wir ja ein bisschen Holz in den Generator und lassen wir unsere Electric Wrench aufladen. Man kann ja Und theoretisch. Warten wir mal, was testen. guck jetzt mal nach dem Geo. Man kann direkt Lava in Generator reintun. Echt? Ja. Ich guck jetzt mal nach. Hast du noch zwei Empty Cell? Aber bringt nicht so viel. Nee, Empty Cell habe ich gar keine mehr. Gut. Refined Iron mache ich. Glas müssten wir noch haben. Bei Glas. Refined Iron gibt es hier vorne. Empty Cell kann ich machen. Cell. Mache ich mal vier. So, dann den Generator, den baue ich dann ab. Genau, aber mit dem Lossless Mod, besser Modus. Ja. Oh, kommt schon, wertvoll, kommt schon. Mensch, das ist ja wie. Nochmal Wabba. Wir müssen So unbedingt ein schnell Lager bei schauen, Weitem. ey. Nicht da vorne, da will man da vorlaufen, ey. Ja, ein Lager, das muss auf jeden Fall gebaut werden. Ne? Theoretisch müsste das ja auch gehen. Und yeah. Du schaffst es, du schaffst es, du, ja, Ja, komm wir schon, glauben komm an schon, dich. du. So. Loseless Mode, wie ging der nochmal? Ich glaube, Dücken und M oder so. Nö. Das Ah, okay. So, ein Ofen. ja, Wow. klar. Achievement, get the furnace. Wie war das nochmal mit dem Loseless Mode? Ich glaube, da musst die ändern, die Einstellung. Die Wie denn? Config-Einstellung. Die Taste M, glaube ich. Option. Oh ja, Controls. okay, Config, den mache ich mal auf. Und dann musst Mod Switch Key musst ändern, diesen M-Mod. M-Key. Ja, jetzt habe ich Loseless Wrench Mode Enable. Genau, ja. Das Ding. Jetzt hat es geklappt. Ja. Juhu. So. Jetzt müssen wir hier nach unten dann. Und dann war das Generator. Und links rechts die. So, so, so und
Brauch noch zwei Glas, kannst du mir die mal droppen? Bitte? Ach ne. Ich hab ja jetzt hier den. So, da ist er. Geothermalmaschine. So, wo wollen wir den hinbauen? Hier oben erstmal oder unten oder? Wir haben schon ein bisschen eben Kabel verlegt hier. Weil ich denke so mal. Was macht? Wollen wir den nicht nach unten legen? Ja, ich meine ja, hier einfach nach unten buddeln und unten hinstellen, oder? Oder unten in die Ecke? Hier in die Ecke unten? Ja, dann machen wir hier die Ecke auf und buddeln mal runter. Ja, ui, da geht's ziemlich tief runter. Nee, da oben bin ich. Ja. So, zack, da steht er. Ja, jetzt brauchen wir halt jede Menge Kabel wieder, ne? Wir müssen bis hier hinauf. Ja. Wollen wir den erstmal oben hinstellen oder? Ne, können wir gleich unten hinstellen. Haben wir ja Diamanten, haben wir mal Glasfaser draus. Ich geh Diamanten holen. Haben wir ja wohl. Ja, wir haben ja noch Glasfaserkabel. Echt? Ich hol die mal, aber nicht mehr so viele hier vorne in der Kiste. 9 Stück, ja, sehe ich schon. Ich mach noch zweimal nach. Wo hast du die? Hast du die jetzt eingepackt? Angesteckt, ja. Brauchst du, oder? Guck mal, dann lege ich ja schon mal. Und wie war das? Zweimal Silber, Dings und Glas. Zweimal Silber, Diamant und Glas. Ja, hier auf dem Server wird auf jeden Fall schon fleißig gebaut und gewerkelt und... Let's Plays gemacht, alles ja, mögliche. Let's Plays gemacht. Wenn ihr Lust habt, wie gesagt, wir können es immer nur wieder sagen, kommt vorbei. Schaut vorbei. Wir sind immer da. Muss von hinten angeschlossen werden, oder? Was? Das ist das egal an dem Geothermal? Egal. Kann auch oben dran? Ja. Super, ich komme jetzt raus. Gut. Ja. So. Strom ist angeschlossen. Bis rauf, oder? Ja. Jetzt wollte ich gerade Holz reinlegen. Mal gucken. Nee, hat keinen Strom noch. Achso, ja. Brauchen wir erst Lava warten, ja, wie ich. Auch schon was hinlegen. Lava-Kenzer. Jetzt geht's. Jetzt kommt Strom. Hier geht er einmal hoch, dann müssen wir hier auch hoch. So. 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 Beziehungsweise mal. So. Ah, falsch. Was denn? Nee, eins tiefer habe ich gemeint. Den Kabel legen, dann sieht man ihn nicht. Ja, ich dachte nur noch eine Maschine da drauflegen, dann. Ja, bis wir die Maschine haben. Also so. Ja, vorerst mal, bis wir mehr Maschinen haben. Geht hier raus, egal. So. Ja, dann würde ich sagen, ja, Stromversorgung ist natürlich erstmal gut. Jetpack. Ja, Jetpack und eine Bedbox. Ja, da brauchen wir zwei. Jetpack, eine Bedbox brauchen wir. Also drei Bedbox brauchen wir. Für die Jetpack brauchen wir auch eine Bedbox. Ja. Ist gar nicht mehr. Jetpack. Electronic. Ja, genau. Ja, Bedbox, dann können wir ja gerade eine mehr. Warte mal, da brauchen wir 3, 6, 9 Batterien, die mache ich mal. Ja, mal hier Advent Circle. Ja, ich mache mal die 9 Batterien. Gleich noch Zinn. Einmal. Kupferkabel haben wir wahrscheinlich keine mehr, ne? Ja. Zinn. Ja, auch wieder craften. Zinn. Redstone. Du bist Zinn. Bei mir in im Boden drin. Ja, das ist. So, Zinn. Redstone und Kupferkabel. Genau. Ich brauche hier. Ich brauche 12 mal Kupferkabel. Wir haben nirgends was noch. Das heißt Gummi. Hast du noch Gummi einstecken? Nee. Doch. 3.
Wir brauchen aber mindestens 6. Müssen wir nochmal durchbraten. Hier habe ich ja, noch ich gehe mal durchbraten. Ich habe noch 8 hier. Wo ist mal was essen? Happy Happy für den Papi. Happy Happy. Happy Happy für den Papi. So, Gumbi brutzelt. Hier kann ein bisschen Holz rein. Gumbi, kann ich. Oh, ich hab die fertigen. Ah ne, hier tue ich noch was rein. Hast du noch Kupfer? Barren? Einen. Ja, dann müssen wir Kupfer durchschmelzen. Warte mal, ich habe auch noch eine Kupferblade. Ah ne, die kann ich nicht mehr machen. Dann tun wir das raus. Hier noch Zinn rein. Schauen wir mal. Wie ich mal in der Zeit noch mal ein bisschen weiter den Keller ausbauen. Ja, die Anfangszeiten sind natürlich immer etwas. Ja. Da sind die Produkte noch nicht ganz so ausgereift. Anspruchsvoll und ausgereift. Ich meine, so ein Geothermalgenerator oder ein Jetpack oder das habt ihr wahrscheinlich alle schon gesehen. Ja, aber es gehört dazu. Genau, es kommt die Zeit, da bauen wir schöne, aufwendige Sachen. Maschinen. Kleine Sachen sind schon in Planung. Wir werden dann mit euch zum Beispiel einen Weg machen aus unserem Keller vorne zu unserer Eingangstür, einfach um den Monstern aus den Viechern aus dem Weg zu gehen. Und vielleicht kann man da noch was Schönes machen. Oder? Ja, da könnte man irgendwie eine Strecke bauen, irgendwie. Ja, irgendwie. Irgendwas müssen wir uns dann überlegen. Ja, dass es nicht einfach so ein leerer Weg ist. Ja. Wenn ihr Ideen habt, lasst sie uns wissen, schreibt sie uns. Wir sind für alles offen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir craften das offline weiter, oder? Weil es wird etwas länger dauern noch. Ja, würde ich auch sagen. Gut. Wie gesagt, unseren Plan kennt ihr ja. Erstmal Sachen craften und. Und eine Bedbox noch hin, damit wir hier mehr Strom haben. Und ja, vielleicht craften wir uns noch offline einen Furnace. Ja, ein Electric Furnace. Electric Furnace geht ja ziemlich gucken einfach. Gucken wir mal, vielleicht mit euch zusammen. Vielleicht auch nicht. Ihr könnt ja uns mal schreiben und ob ihr es cool findet, so bei den kompletten Sachen dabei zu sein, so die Kleinigkeiten oder. Ob ihr es besser findet, wenn es eher große Projekte sind, wo ihr dran teilhabt, schreibt einfach mal in die Kommentare oder schreibt eine Privatnachricht. Genau. Oder wenn ihr sonstige Fragen habt, aber das könnt ihr, lasst uns ja mal wissen, was euch mehr interessiert, so bei allem dabei zu sein oder eher bei aufwendigen Sachen. Dann bauen wir halt die Ofen und sowas alles offline. Genau, das bauen wir dann und könnt ihr mal schreiben und dann richten wir uns danach. Genau. Wir wollen ja auch nicht, dass es zu langweilig wird. Genau. Ja, in diesem Sinne dann würde ich sagen. Dann. Ciao Leute, haut rein. Arrivederci, adios und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Adios amigos.